Herzlich willkommen zu einem neuen Videoblog. Ich freue mich sehr, dass ich heute einen Gast habe, und zwar den Gregor, den Leiter des Music-Bereichs. Und ich stelle ihm heute Fragen, die ihr im Internet gestellt habt, zum Bereich Worship, zum Bereich Gottesdienst und Celebrations. Und Gregor, gleich die erste Frage, die gestellt wurde, ist: Warum singen wir denn überhaupt in den Celebrations? Ja, das ist eine super Frage, Tobi. Ja, wir singen in den Celebrations, weil unsere Celebrations Celebrations heißen. Und zwar Celebration bedeutet ja so viel wie feiern, eine Feier zu haben. Und wir feiern in unserer Celebration einfach Gott. So wie Fußballfans in ihrem Spiel ihre Mannschaft anfeuern und einfach begeistert von ihr sind, oder jemand, der verliebt ist, unter der Dusche Love Songs trällert, weil er einfach so hin und weg von seiner Frau ist. Und genauso singen wir einfach, weil wir begeistert von Gott sind, Lieder zu Gott und über Gott und was wir mit ihm erleben. Eine weitere berechtigte Frage ist, wenn man zum ersten Mal in den Gottesdienst reinkommt, sieht man, da heben Leute die Hände während dem Gottesdienst. Mhm. Hebt man denn die Hände? Ja, wenn du mal auf einem Konzert warst, Tobi, dann hast du wahrscheinlich schon erlebt, dass viele Leute da abgegangen sind. Die haben geklatscht und die haben gejubelt, die haben abgedanced und natürlich haben sie auch ihre Hände gehoben. Ich würde sagen, es ist was ganz Natürliches, dass wenn man was feiert, wenn man von was begeistert ist und wenn da Musik ist, die einfach rockt, dass man einfach mit abgeht mit der Musik. Aber auf der anderen Seite glaube ich auch, dass das Händeheben eben auch noch eine andere Bedeutung hat. Und ich glaube, dass man einfach auch dadurch ausdrücken kann, dass man sein Herz einfach aufmacht. Ich zum Beispiel mache es oft so, wenn ich im Worship bin und ich merke, ich habe noch nicht so die Beziehung zu Gott, dass ich dann einfach sage, okay Gott, ich hebe meine Hände, ich mache jetzt mein Herz auf, ich schalte meine innere Ampel auf grün, weil ich dich heute erleben will, weil ich dir begegnen will. Das Wort Worship habe ich jetzt öfters benutzt. Was bedeutet das denn überhaupt? Ja, Worship im Grunde ist ja eigentlich ein englischer Begriff, auf Deutsch heißt es ja so viel wie Anbetung oder Lobpreis. Und ganz praktisch bedeutet es einfach gesungene Gebete. Wir im ICF sprechen ja immer von gesungenen Gebeten, weil einfach diese Lieder, die wir singen, im Grunde Kommunikation zu Gott ist. Das heißt, wir sprechen mit Gott, wir sagen ihm, was wir toll an ihm finden. Aber ich glaube, dass Worship noch mehr ist als gesungene Gebete. Ich glaube, dass es einfach Kommunikation ist, aber auch was mit unserem täglichen Leben zu tun hat. Also wie schon gesagt, wenn wir von Gott begeistert sind, dann zeigt sich das ja nicht nur dadurch, dass wir Lieder singen, das wäre ja ein bisschen oberflächlich, sondern es zeigt sich in meinem täglichen Leben. Das heißt, in meiner Arbeit, in der Uni, wo auch immer ich bin mit meinen Freunden, können sie einfach sehen, an dem, wie ich lebe, dass ich mit Gott unterwegs bin und dass ich mit meinem Leben einfach Gott eine Freude bereiten will. Ja, vielen Dank, Gregor, für diese Antwort. Man könnte sicherlich noch viel mehr sagen zu diesem Bereich, aber ich lade dich ein, vorbeizukommen, sonntags als eine Live-Fortbildung zu gucken. Wie kann das sein? Wie kann ich durch gesunde Gebete mit Gott kommunizieren? Und wenn du schon öfters kommst, probier es vielleicht mal ein paar Punkte aus, wie der Gregor dir heute gesagt hat.